Herzlich willkommen zu Ich Stimme. Heute in Alarla Voce am Beispiel von Mozarts Abendempfindung. Wir wollen das, was wir in dem letzten Video zu In Alarla Voce begonnen haben, anwenden, um halt einzuüben, am Stück diese Empfindung zu aktivieren und zu nutzen. Ich rate Ihnen aber zunächst, das erste Video zu üben, damit Sie gut eingesungen sind und eingestellt sind auf diese Art der Technik. Und dann sehen wir uns gleich bei der Abendempfindung wieder. So, Sie brauchen sich keine Noten von der Abendempfindung rauszusuchen, wenn Sie sie gerade nicht griffbereit haben, denn ich werde es wie in den Praxisvideos wieder so halten, dass wir gemeinsam die Noten vor Augen haben und dass Sie es mitverfolgen können. Und damit beginnen wir jetzt mit diesem Anfang. Denn genau dieses Einschweben in den Ton ist schon das Inhalare, dieses Einatmen des Tones, nicht nur vorweg, indem wir uns ihn vorstellen, sondern indem er in seiner Gestaltung das Gefühl in uns hervorruft, als würden ihn einsaugen und er würde durch uns hindurchströmen. Schauen wir auf die Noten. So, wir haben den Anfang von der Abendempfindung jetzt vorliegen und wir sehen dort wunderbar das A auch schon eingekreist. Ich spiele die ersten zwei Takte und in diesen Takten stellen wir den Körper ein, atmen ein und warten darauf, dass wir den Ton ausströmen lassen können auf diesem Polster. Stellen Sie sich vor, Sie hätten den kleinen Pömpel wieder unter dem Gaumen. Sie ziehen ihn hinunter und das Gaumensegel bleibt ganz gehoben. Schmunzeln Sie. Abend ist's. Bis dahin nur. Meistens ist es so, dass man sagt, ah oder oh. Und Sie haben gemerkt, es muss ganz kernig einschweben und trotzdem darf es nicht an Leichtigkeit mangeln. Probieren wir es nochmal. Nutzen Sie die ersten beiden Takte, um den kleinen Pömpel in der Vorstellung anzusetzen und den Körper vorzubereiten. Nicht kurz vorher atmen, bitte. Und zum Üben noch einmal, bitte. Schön Spannung halten, Pömpelchen ansetzen und bereit sein, in den ersten beiden Takten in die Bereitschaft finden. Einsetzen müssen. Es muss eine Leichtigkeit haben, ohne Klangverlust. Das Problem ist, dass die meisten da so singen, so entfliehen des Lebens, so reindrängen, aber mit so einer hauchigen, abgehackten Stimme und mit Druck auf der Stimme. Nein, wir bereiten uns wieder vor in diesem Takt, bevor der Einsatz kommt, haben dieses kleine Pömpelchen die ganze Zeit angesetzt und haben dann noch das Gefühl, als würden wir auf einem Luftpolster der Stimme Raum geben. Und wir machen keine großen Mundbewegungen, sondern machen so entfliehen des Lebens. Und haben immer das Gefühl, wir würden auf einer Ebene singen und der Pömpel hält uns da mit in der Spur. Probieren wir es aus. So entfliehen des Lebens schönste Stunden. Wieder ein Takt vorweg. Wenn man Mundbewegungen macht, klingt es so. So entfliehen des Lebens schönste Stunden. Sie hören, dann hoppelt der Ton im Mund hin und her. Bitte halten Sie den Mund ganz, ganz natürlich und ziemlich geschlossen.
Beginnen wir nochmal. So entfliehen des Lebens schönste Stunden. Ein Tag vorweg, Pömpelchen ansetzen und bereit sein. So entfliehen des Lebens schönste Stunden, fliehen vorüber wie im Tanz. Und ein neuer Versuch. Bald entflieht des Lebens bunte Szene. Bis dahin, versuchen Sie es noch einmal. Keine Mundbewegung, bleiben Sie entspannt im Mundboden, machen Sie kleine Bewegungen und setzen Sie das Pömpelchen an und noch einmal einen Takt vorweg und Sie versuchen es noch einmal. So entfliehen des Lebens schönste Stunden, fliehen vorüber wie im Tanz. Bald entfliehen hierher und jetzt blättern wir weiter. So, für alle, die ihre eigenen Noten benutzen, blättern Sie bitte auf die nächste Seite. Dann nehmen wir jetzt die Stelle vor, die mir weht, wie Westwind leise. Diese Stelle, wo diese kleinen Pausen sind, die dürfen natürlich nicht dazu führen, dass die Stimme dort unterbrochen wird in ihrer Qualität, in ihrer Führung, in dem Lauf, sondern es muss weiter fließen, obwohl diese Pausen hörbar sind. Und das geht folgendermaßen. Sie verlieren dieses Pömpelgefühl nicht. Und wenn Sie dazwischen unterbrechen, lassen Sie nicht die Atemspannung los. Atmen Sie und fangen neu an, sondern halten Sie die Atemspannung und setzen Sie wieder neu an. Ich zeige Sie mal, wie das sein muss. Dazwischen, sondern ich spreche nur ab, dann geht es in der Spannung weiter, im Fluss weiter, aber wir haben trotzdem diese Pausenunterbrechung. Schauen wir in die Noten und machen wir es gemeinsam. Zeile, bald vielleicht. Wir hören bei Grab diesen Übergang. Einmal bitte nochmal das Pömpelchen halten, keine großen Mundbewegungen und spüren Sie Ihren Leib, der die Spannung hält, obwohl Sie unterbrechen. Nochmal bei Grab. Einstellen. Mal vielleicht, mir weht wie Westwind leise eine stille Ahnung zu. Prima gemacht. Wenn wir jetzt an dieser Stelle gelandet sind, dann kommt ja dieser große Bogen, schließe ich diese Pilgerreise, fliege in das Land der Ruhe. Wenn man vorher diese Spannung nicht gehalten hat, dann ist man da immer irgendwie hinter der Luft und hat nicht die gleiche Klangqualität, sondern hat häufig schließe ich dieses Lebens Pilgerreise und da ist man schon weg. Wenn aber der Pömpel hält und wir in der Spannung vorher eingestellt waren, haben wir schließe ich absprechen, bleiben in der Spannung und die Klangqualität bleibt leicht und trotzdem sehr, sehr schön rund.
Probieren wir es mit Noten. Wir haben jetzt die Noten am oberen Bildrand, nicht in der Mitte. Ich habe etwas weiter gescrollt, damit Sie besser sehen können. Bitte, in der ersten Zeile hatten wir die stille Ahnung. Die nehmen wir vorweg und machen wirklich stille Ahnung zu. Und halten Sie da die Spannung jetzt, nur die Luft auf die Spannung einströmen lassen. Schließe ich dieses Lebens Pilgerreise. Machen wir es noch einmal bitte. Stille Ahnung und schön Pömpelchen ansetzen. Bereitschaft, Rücken breit und die Wirbelsäule Richtung Boden. Keine großen Mundbewegungen. Probieren wir es nochmal. Stille Ahnung zu. Schließe ich dieses Lebens Pilgerreise, fliege in das Land der Ruhe. Prima gemacht. Kurz verschnaufen, dann geht's gleich weiter. Jetzt versuchen wir es nochmal anzuwenden, diese Unterbrechung und dann in die Linie zu finden. Und zwar ab der Stelle, schenk auch du ein Tränchen mir und pflücke mir ein Veilchen auf mein Grab. Und die darauffolgende Stelle hat so viele Verbindungen nach oben. Deinem seelenvollen Blicke. Und da müssen wir kippen. Bitte nicht schieben. Viele machen da... Und mit deinem Seelenfeuer. Dann geht die Stimme immer weiter nach hinten. Das klingt nicht schön, sondern Sie müssen das Gefühl haben, Sie hätten zwischen den Ohren eine kleine Metallstange und da wäre ein Turner, das ist Ihr Ton und der macht da seine Umschwünge. Und dann klingt das so. Pömpel ansetzen, keine Mundbewegung, schauen Sie mal. Und mit Raum, da haben wir ganz, ganz viel Klang drin und Raum in der Stimme und die Verbindungen stehen dann und es gibt keine Qualitäts- und Klangverluste mehr. Noch einmal schauen und hören. Und mit deinem seelenvollen Blicke. Nehmen wir die Noten und probieren es selbst auch mal aus. Wir beginnen aber, wie vorher angekündigt, oben bei Schenk auch du ein Tränchen mir, damit wir gleich uns dieses Pömpelgefühl, das der so ansitzt, uns hält, uns durch diese Stelle führt und wir die Stimme einatmen, dieses Inhalare nochmal sehr gut spüren, ohne irgendwelche Einbrüche. Probieren Sie mitzumachen. Genauso setzen wir Pömpelchen an, halten Sie die Spannung, lächeln Sie, unterbrechen Sie nicht Ihren Raum, indem Sie den Pömpel lösen in Ihrer Vorstellung. Machen wir nochmal, ich spiele nochmal ab wen. Schenk auch du ein Tränchen mir und pflücke und Sänger. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht. Es hat Ihnen etwas gebracht mit mir zusammen an der Abendempfindung, das Inhalare la Voce zu erleben, indem wir uns diesen kleinen Pömpel vorstellen, indem wir wissen, an welchen Stellen ganz, ganz wichtig ist, diese Vorstellung zu entwickeln, zu vertiefen und wo wir dann auch wirklich dieses Gefühl, dieses angesaugten Tons, der durch uns hindurchströmt, empfinden können. Hören Sie sich doch das Video an, was ich hier unterhalb dieses Videos als Link gesetzt habe, wo ich die Abendempfindung genau mit dieser Technik singe. Da können Sie es mal hören, wie es dann wirkt, wenn man Inhalare la Voce anwendet und empfinden kann und wie viel Freude es dann bereitet, wenn die Stimme fließt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Üben, beim Umsetzen. Bei Fragen und Wünschen wie immer an
istimme@gmx.de. Und alles Gute wünscht Ihnen Ihre Heike Scheubraun.